Hallo liebe Leute, hier ist euer Tojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen Flying Tigers Shadow over China. Air Combat Action steht da rechts oben. Also es ist ein Flugsimulator, wo wir ein bisschen rumballern. Ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe, dass das ein bisschen wie Crimson Skies ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Oder Jager oder dergleichen. Mal schauen. Und man sieht da links unten mein Profil. Ist zwar ein Bild, was schon wieder 2 Jährchen her ist mit meiner Tochter, aber naja. Gehen wir auf Optionen. Schauen wir uns da noch irgendwas an. Anzeigeoptionen. Schatten ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ich habe das mal auf normal gemacht. Da stand vorher auf hoch. Wolkendetail. Wir gucken mal, wie das läuft. So, ich habe keine Ahnung. Aber eigentlich sollte das technisch alles in Ordnung sein. Soundoptionen. Gesamtlautstärke. Die machen wir mal ein Stück leiser. Wichtiger ist, dass ihr mich hört. Hiermit werden alle Änderungen verworfen. Möchtest du fortfahren? Abbrechen. Okay. Bestätigen. Das steht zwar unten, weil es auf PC gespielt wird. Das ist ein Konsolenspiel, glaube ich. So, glaube ich, von der Xbox. Bin mir nicht sicher. Und ja, das sah ganz geil aus. Und deswegen werden wir das auf jeden Fall mal spielen. Ob wir das komplett durchdaddeln? Ich mache es jetzt erstmal als Schnupperstunde. Ihr kennt das ja bei mir. Erstmal schauen und dann könnte das sehr gut sein, dass wir länger dran hängen. Also wenn es so gut ist wie Crimson Skies und dergleichen, werde ich da bestimmt schnell Lust dran finden. Wir müssen mal schauen. Einzelspieler-Modus. Also Multiplayer interessiert mich sowieso nicht, wie immer. Die Kampagne. Der japanische Angriff auf Pearl Harbor erzählt nur die Hälfte der Geschichte von Betrug und Intrigen zwischen der japanischen und amerikanischen Regierung zu Beginn der 1940er Jahre. Nur wenige Monate bevor Amerika durch den hinterhältigen Überfall in den Zweiten Weltkrieg hineingezogen wurde, erließ Präsident Roosevelt eine geheime Verfügung, die es einer kleinen Gruppe amerikanischer Kampfpiloten und Mechaniker erlaubte, aus den US-Streitkräften auszuscheiden und an Bord von Schiffen nach Burma zu gehen, um den chinesischen Luftstreitkräften im Kampf gegen Bombenangriffe der Japaner beizustehen. Aha. Ja, Amerikaner, normal, ne? Wir mischen uns in alle Kriege ein. Luftkampf. Sie töten dich, ohne mit der Wimper zu zucken. Kämpfe auf jeder Karte und bei jedem Wetter in einem beliebigen Flugzeug um die Lufthoheit. Aha. Das werden wir nicht machen. Das sind so Sachen, Zusatzoptionen. Uns interessiert die Kampagne. Ich hoffe, dass wir ein kleines Tutorial haben. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel geht. Prolog. Kindergarten. Ah, wir können nicht sehen, wie weit es runtergeht. Okay. Aber wir sehen, es sind einige Missionen. Schatten über China. Prolog. Ein Krieg zwischen Japan und den Vereinigten Staaten lag seit den 1920er Jahren in der Luft. Obgleich sich die Spannungen erst deutlich verschärften, nachdem Japan 1931 in die Mandschurei einmarschiert war. 1937, 2 Jahre vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Europa, begann Japan mit einer groß angelegten Invasion in China. Beinahe ohne Gegenwehr flog Japan einen Bombenangriff nach dem anderen auf jede größere chinesische Stadt, um den Widerstand der Bevölkerung zu brechen, um den japanischen Bombardierungen etwas entgegenzusetzen, entsandte der Oberbefehlshaber der chinesischen Streitkräfte, der Generalismus, seinen Berater der Luftstreitkräfte, Claire Lee Chenon oder so ähnlich, einen ehemaligen US-Militärflieger mit einer chinesischen Delegation auf einer Sondermission nach Washington, um amerikanische Flugzeuge und Piloten anzuwerben. Ja, und das sind dann wohl wir. Präsident Roosevelt sorgte persönlich dafür, dass rund 300 amerikanische Militärpiloten, Mechaniker und Techniker die Erlaubnis erhielten, aus den US-Streitkräften auszuscheiden, um Positionen zur Ausbildung und Beratung bei CAMCO oder CAMCO zu besetzen, einem privaten Militärunternehmen, was letztendlich zur Gründung der American Volunteer Group führte, die auch unter dem Namen Flying Tigers bekannt war. Ja, alles klar. Ah, okay, das ist nur der Text, aber hier geht's los. Willkommen, Pilot. Sie haben es nach Kadaf geschafft, oder? 27. November 1941, Tangu, Burma. Also jetzt ist die Musik irgendwie was leise. Wir machen sie mal besser doch einen Tick lauter. Soundeinstellung. Oh yeah, oh man, oh geil und krass. Yaba, daba, du. Kindergarten. Ah, da kommt noch mehr Text. Willkommen, Pilot. Sie haben das nach Kadaf geschafft. Oder Kindergarten. Wie der Colonel es nennt. Ein echt beschissener Ort.
Wir haben einige P-40 aus ihren Frachtcontainer geholt und den Rangoon zusammengebaut und sind dann hierher geflogen, da Colonel Chenon mit den Briten vereinbart hat, dass wir Kados Flugpiste für unsere Ausbildung benutzen dürfen. In Rangoon fiel ein Flugzeug von einem Schiff ins Wasser und konnte nicht wieder flugbereit gemacht werden. Hoffentlich können wir den Vogel noch ausschlachten. Wir haben außerdem ein wenig Farbe ins Spiel gebracht und Haizähne auf die Nasen unserer Tomahawks gemalt. Sehen verdammt fies aus. Die Chinesen haben alles vorbereitet, damit wir sofort mit den Probeflügen beginnen können. Jeder Pilot ist angewiesen, vor dem Start das Fliegerhandbuch durchzusehen. Das sollten wir wohl auch machen, damit wir wissen, wie wir fliegen können. Aber diese Haie da vorne sieht zwar cool aus, aber im Flugkampf kriegt das doch keiner mit, was der andere da vorne hat. Aber okay. Schwierigkeit gerade normal, das klingt gut, aber mal gucken, was es gibt. Es gibt nur einfach normal und schwer, herausfordernd und mit schweren, aber ausgewogenen Gegnern. Das wollen wir. Wir wollen eine Herausforderung, wir wollen es nicht zu einfach, wir wollen es aber auch nicht zu schwer. Und das ist auch schlecht immer bei Videos für YouTuber oder Let's Player zu zeigen und man stirbt tausendfach, das will keiner sehen. Eingabegerät, Maustastatur, nö. Entschuldigung. Wir spielen mit Gamepad. Arcade. Die Arcade-Steuerung sorgt für schnelles und leicht erlernbares Gameplay, wie bei klassischen Flugzeugen auf der Konsole oder in der Spielhalle. Das klingt doch gut. Das Flugzeug da ist im Weg. Nicken und Rollen bedeutet eine realistische Flugsteuerung. Diese Steuerungsart ermöglicht es, das Flugzeug auf drei Achsen zu drehen. Nicken, Nase nach oben oder unten, gieren, Nase nach links oder rechts und rollen, Drehung entlang der Längsnase. Wir machen mal Arcade. Entschuldigung. Ich muss mal gerade einen Bonbon zu mir nehmen. Die Erkältung zieht sich schon seit 3 Monaten. Keine Ahnung. Aber ich will doch spielen, verdammt. Mission starten. Tipp. Drücke kurz W, um die Tracer-Time oder Tracer-Time-Zielerfassung zu aktivieren. Aha. Wäre sinnvoller, wenn sie mir das sagen würden, wie es auf meinem Controller jetzt wäre. Aber okay. Ui, die Ladezeit ist ganz schön ordentlich, ne? SSD, arbeit mal hier. Was ist das denn? Leertaste. Das wird dann wohl A sein auf dem Controller. Tangua, Burma. 27. November 1941. Willkommen im Kindergarten. Welcome to Tangu, Pilot. What a beautiful morning. Just about perfect for flight training. Ah, ich bin jetzt schon angefixt. Mal schauen, wie es sie spielt. Ja, das erinnert mich doch stark an Crimson Skies. Gucken wir uns mal ein bisschen so an. Okay, wir kriegen es auch noch beigebracht. So, nach links. See those blips over there? They're barrage balloons. We've been using them for target practice. Ja. Oh. Ich habe hier ein bisschen Probleme mit der Kamera. Okay, Sir. Okay. Überhitzen schnell. Zerstöre die Sperrlager. Ist kein Problem. Also Motorgeräusch schon mal cool. Sound cool. Sprachausgabe klingt gut. Sehe ich irgendwo die Überhitzung? Nee, ne? Sehe ich irgendwo die Munition, die ich noch habe? Da habe ich wohl unendlich von. Ah, jetzt sehe ich auch nicht, wie viel die noch haben. Awesome. Sollen wir was runtergehen? Mal schauen. Aber ich muss irgendwie einen Boost geben können und so. Ah. Air Headquarters at Minkeladon requested Jumbo to fly in Lysander all the
Aber ich denke mal, das kriegen wir noch erklärt. Zerstöre die Flugzeugattrappe. Auf dem Weg. Das ist aber ganz schön schnell. Okay, wir sollten mal was abbremsen. Jetzt ist der nämlich sau lahm. Haha, da mache ich den ganzen Motor mit aus. Aber... geben wir mal ein bisschen Gas wieder. Bevor wir hier abschmieren. Das hätten sie mir mal erklären sollen irgendwie, ne? Mit dem Gas oder hab ich das übersehen? Ah, das Fadenkreuz links zeigt, wo ich hinschießen muss. Weil das Flugzeug natürlich weiter vorne ist. Kann das sein? Andere auch noch? Ne, der ist noch da. Ne, ich sehe den noch nicht gerade. Okay, den durften wir bestimmt nicht treffen. Oh Mann, ich hab's voll drauf. Irgendwie war das nicht so gut. Okay. Awesome. Und hochziehen. Drücke X schnell, um die Tracer Time Side Loop zu aktivieren, um besser zielen zu können. Ah. Gut, das wäre dann wohl W gewesen. Bei dem anderen. So, dann machen wir mal eine Drehung. Alles klar, versuchen wir das nochmal. Ah, gedrückt halten. Okay. Wir sind zu weit weg. Wir sollten etwas mit Vollspeed in irgendeine andere Richtung gehen. Abbremsen. Und drehen. Ah, ich bin jetzt schon gespannt auf die eigentliche Mission und wie sehr die Storyline da gut gemacht ist. Huhuhuhu. Wie bin ich ins Cockpit gegangen? Wie zum Heul bin ich ins Cockpit gegangen? Wie geht das denn? Let's go! Wuhu! Ich glaube, der hatte irgendwie jetzt eine... Was auch immer ich gerade hier die ganze Zeit mache. Ich drücke 1000 von Knöpfen. Das ist natürlich jetzt ganz blöd. Wie komme ich hier wieder raus? Okay. Option. Steuerung. So, die Vibration kannst du direkt mal ausmachen. Bombe. Die habe ich wohl gerade eben abgeworfen. Fahrwerk habe ich ausgefahren. Toll. Hat ganz ziemlich viele Funktionen, ne? Linker Stick. Habe ich den reingedrückt? Okay, versuchen wir das mal. Ja, fahr mal ruhig fort. Aha. Wir wollen doch hier in der Sicht weiterspielen, glaube ich. Aber das Ziel? Ich komme. Wir sollten ein wenig abbremsen. Target smash.
Lambo again. Looks like he's brought some fireworks to the party. His bomb racks are fully loaded. I have to perform an instructional bombing operation for you, Squatty Boy. All trucks on the ground will be my target. Also wir wissen schon, wir müssen das mit B machen, das haben wir ja gerade gelesen. Ah, das ist nämlich auch begrenzt, wie viele wir davon haben. Drücke B, um eine Bombe abzuwerfen. Halte B gedrückt, um die Bombenkamera zu aktivieren. Alles klar. Bomb deployed! Hä? Ich hab gedrückt gehalten. Gedrückt halten, war doch richtig, oder? Also so richtig sah man das nicht, da war man kurz von oben gesehen. Oh, der lässt sich viel schwerer lenken als der andere. Nochmal, in Schleife geflogen. Ja, ich würde sagen, wir werfen direkt mal ein paar ab. Ja, das wird es ja wohl zerlegt haben. Ja, wow. Yeah, awesome. Success. Awesome. Hoffentlich habe ich da ein paar Begleitflugzeuge, die mich dann schützen, wenn ich so eine Mission habe. Mucke passt gut. Oh! What? Ja. Total im Arsch. Hold out! The Buffalo on the 67th is on their tail. He's almost there. Take it serious, fire! Das musste passieren, dass ich Schaden nehme. Slow-mo! Abbremsen. Bremst. Ah, gib wieder Gas. Ah, da kommt nochmal ein bisschen Unterstützung. Ich hab doch Vibration ausgemacht, oder wieso vibriert jetzt mein Teil? Wahrscheinlich hab ich's angemacht, ich Trottel. Oh, wo ist er? Kurz abbremsen. Der schmiert doch da links jetzt ab, oder? Nee, der ist immer noch da. Mit dir, Bats. Den dritten kriegen wir auch noch. Du hast ja noch gut Energie. Alles in Ordnung. Alles im grünen Bereich. Oh, da wäre ich gerade fast reingeflogen, ne? Stirb, stirb! Darf ich kurz was abbremsen? Das kümmert den auch gar nicht. Die KI ist nicht doof, ne? Also die ist natürlich jetzt eingestellt, dass ich den verfolgen soll und zerstören, aber der würde ja eigentlich abdrehen und sich mal mit mir anlegen. Jumbo! Alles wieder in Ordnung. Schön auch hier der ganze Boden und so, ne? Danke, you Squatty Boy! You saved not only my breakfast, but also my heart! You're welcome. Gentlemen, that's enough action for a morning flight. Return to base. I repeat, return to base. Yes, sir. Wir haben das Tutorial, glaube ich, geschafft.
Mission erfolgreich. Das war wirklich ein Probe, vielleicht ein Probeflug, Jojen. Der Colonel spornt die Kadetten zwar an, das Kampftraining so aggressiv wie möglich zu gestalten, aber wir hatten echt Glück, dass die RIF in Kedaf gerade eine Buffalo auf Patrouille hatte, um uns gegen die unerwarteten Nate-Angreifer zur Seite zu stehen. Wie dem auch sei, wenn sie Shenols oder so ähnlich, wie der auch immer heißt, oder Shenols, keine Ahnung, Überfalltaktik verinnerlicht haben, sind sie ein mehr als würdiger Gegner für die Japaner. Der Vertrag zwischen Kamco und der American Volunteer Group verlangt, dass alle Piloten die folgende Erklärung unterzeichnen und ihr Erhalt bestätigen. Sie ist die einzige Absicherung, eine Liste mit Ratschlägen über das Leben in Fernost. Vergessen Sie nicht die Einnahme Ihrer Atebrin-Tabletten gegen Malaria. In China gibt es viele Eier, in Burma nicht. Milch gibt es in keinem der Länder. Nachbesprechungen sollten schnell, analytisch und respektvoll abgehalten werden. Tragen Sie Ihre Browning-Pistole stets im Holster einsatzbereit bei sich. Seien Sie clever, dann kommen Sie heil wieder zurück. Ja, Sir. Alles klar. Dankeschön. Und damit haben wir die erste Mission beendet. Kindergarten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wie sehr jetzt so ein bisschen mehr so die Story auch vorangetrieben wird und wie gut die das weiter umsetzen. Der erste Einsatz. Das finden wir aber beim nächsten Mal raus. Bis demnächst. Euer Chojin.